Wenn man was zu feiern hat, so wie Arminia Bielefeld sein 111-jähriges, da lädt man sich gerne Gäste ein. Und wer wäre da besser geeignet als der FC Schalke 04? Drittes und letztes Testspiel vor Beginn der Rückrunde gegen Werder Bremen am Sonntag. Und wir sehen Seo Kolasinac, der Younes Belhandar erklärt, wie er das auf der linken Seite mit ihm zu tun gedenkt. In diesem Spiel beim Zweitligisten. Natürlich auch mit Leroy Sané und Johannes Geis. Los ging's vor 11.900 Zuschauern mit einem Kombinationsfußball des S04, der sich ganz gut anließ von der ersten Sekunde an. Meier auf Belhandar. Nochmal Meier, nochmal Belhandar, der sich übrigens nicht französisch ausspricht. Geis mit dem Flatterball und Choupo-Moting, 150 Sekunden gespielt. Und schon die erste große Chance zur Führung des S04. Daniel Didavi im Tor der Bielefelder hatte was dagegen. Kein Abseits von Choupo, vielleicht war er dadurch auch ein bisschen irritiert. André Breitenreiter gefiel, was er sah in den ersten Minuten. Schalke immer auf dem Weg nach vorne mit viel Bock auf Kombination. Wieder Belhandar, Meier, Kaysara, Sané, Kaysara. So spielt man sich durch zur Grundlinie, aber dann muss man am Ende natürlich auch ein weißes Bein treffen. Spiel ließ sich in dieser Phase immer gleich an. Die Weißen haben den Ball und kombinieren sich in den Strafraum hinein, vielleicht auch wieder raus. Klasse Hackentrick von Leroy Sané. Nur mit dem Abschluss. Da haperte es noch. Aber vielleicht wird es ja jetzt was über Kolasinac und Choupo-Moting. Ball landet wieder bei Seo Kolasinac. Gute Aktion des bosnischen Nationalspielers für Leroy Sané. Und dann gibt es nur Proteste von Max Meier. Leroy selbst beschwert sich nicht, dabei war das alles andere als astrein, was Schuppan da gemacht hat, denn der spielt in keiner Weise den Ball, sondern räumt nur Leroy ab. Gespielt waren da 9 Minuten. Was machten die Gastgeber? Die machten es einfach. Ein Pass, eine Flanke und schon steht Klos frei vor Fabian Giefer, aber Schalkes Comebacker bleibt Sieger. Zum ersten Mal ist er wieder auf dem Platz seit dem 3.2. Heute der glücklichste Schalker. Das ist einfach für mich nach so einer langen Zeit, ist jetzt fast ein Jahr her, ist einfach schön. Ich habe mich auch natürlich riesig für ihn gefreut. Ich weiß, wie es ist, wenn man so eine Leidenszeit hinter sich hat und ja, man zum ersten Mal wieder im Spiel merkt, okay, da ist alles heile. Und ja, ich denke, er hat heute auch in ein paar Situationen schon gezeigt, was er für ein guter Torhüter ist. Irgendwo noch Probleme gehabt, irgendwo noch Zweifel gehabt oder war alles tipptopp? Nein, also heute war alles top. Bis auf diesen einen Moment in der 16. Minute natürlich. Ecke, Dick, Kopfball, Schuppan und Bielefeld liegt 1-0 vorne. Besonders ärgerlich, das Ganze eine Kopie des 0-1 gegen Atletico Mineiro im letzten Testspiel. Darf natürlich nicht passieren. Bielefeld also effektiver als sonst in der Zweitligasaison. Denn da ist ihre große Stärke nicht das Verwandeln von Torchancen. 17 Treffer in 19 Spielen. Und Leroy mit der Antwort, nur eine Minute nach dem Rückstand. Aber Didavi hat noch die Finger dran. Daniel Didavi, eigentlich nicht die Nummer 1. Die kam in der zweiten Halbzeit, Wolfgang Hesel. Trotzdem eine schicke Aktion unseres Youngsters. Bielefeld in dieser Phase mit mehreren guten Kontergelegenheiten. Hier nimmt Ulm Nöte den Ball weg. Schalke hatte zu sehr aufgemacht und ließ sich mehrfach kalt erwischen. Aber dann ging es wieder in die richtige Richtung. Leroy, Choupo, Goretzka und draußen wartet wieder mal Kaysara und Choupo-Moting. 23. Minute. Choupos Blick zurück im Zorn, der sollte viel tiefer kommen. Da kam die Hereingabe über rechts mal an. Und trotzdem war er nicht drin. Nächste Szene. Immer wieder über die gleiche Seite. Kaysara, immer wieder gab es nur Ecken als Folge des Ganzen. Und die brachten meistens nichts ein. Auch keine große Gefahr. Nochmal über rechts. Diesmal Kaysara auf Meier. Und wieder das gleiche Bild. Gute Ansätze, aber nicht richtig zu Ende gespielt. Der Meier mit EI, der Norbert, Trainer von Arminia, sah dann diese Ecke von Geis, die Choupo-Moting trifft. Aber der kann den Ball bedrängt von Nöte
nicht in Richtung gegnerisches Tor bringen. Aus den vielen Standards muss mehr werden. Es war arschkalt, anders kann man es nicht sagen. Die Jungs auf der Bank wussten nur, im zweiten Durchgang kommen wir rein. Nicht drin war der hier von Fabian Klos, bester Torschütze der Bielefelder in der zweiten Liga. Den Volley macht er daneben. Einen haben wir noch. Nein, zwei. Leroy. Und vorbei, denkste. Salga mit dem Foul, die einzige gelbe Karte des ersten Durchgangs. Leider direkt vor dem Strafraum und nicht drin. Der Freistoß brachte nichts ein. Einen hatten wir noch. Nach diesem Blackout der Bielefelder Abwehr. Dick mit dem Rückpass, Choupo-Moting, Belanda, genau richtig gespielt für Meier. Und auch der scheitert an Didavi. Viel Aufwand, einige gute Ansätze, aber kein Ertrag. Ist dann immer ein bisschen ärgerlich, wenn du dann ein Gegentor kriegst, weil dann wieder ein bisschen gedämpft wirst und dich quasi nicht dafür belohnst, dass du eigentlich gute Ballstaffetten hattest. Ich denke, das Spiel war über weite Strecken von sehr viel Ballbesitz geprägt. Da haben wir ein sehr gutes Positionsspiel gehabt, haben den Gegner insbesondere in der zweiten Hälfte eigentlich nur laufen lassen. Er ließ erstmal fünf andere laufen. Aogo, Rita und Heubjerg für Kolasina, Kaisara und Goretzka. Und vorne sollten es Di Santo und Tüntler richten für Meier und Belanda. Aber erstmal war Fabian Giefer gefordert in der 49. Minute. Freistoß für die Gastgeber. Und Hemlein zieht den wahrhaftig noch mit rechts dann auf die Torwartecke. Das war ganz schön gefährlich. Der Außenbahnspieler der Arminia wählt die überraschende Variante mit rechts. Tut man den eigentlich in die Mauerecke. Das war dann aber auch die letzte Chance der Gastgeber für die gesamte zweite Halbzeit. Bis auf einen Konter in der absoluten Schlussphase. Dann spielte nur noch Schalke mit Leroy Sané, 51. die nächste Chance zum Ausgleich vertan. Schöne Weiterleitung von Klaas-Jan Hünteler. Direkt in den Lauf von Leroy. Und der fackelt nicht lange. 19 Meter und am Ende fehlen vielleicht 30 Zentimeter. Wenn Gelsenkirchen die Stadt der 1000 Feuer ist, dann ist Schalke zumindest in dieser Szene die Mannschaft der 1000 Ballkontakte im und am Strafraum des Gegners. Meine mathematischen Kenntnisse reichen da nicht mehr aus, um da die Kontakte der Mannschaft in Weiß zu zählen. Am Ende landet der Ball über Choupo-Moting bei Heubjerg. Und wird zur gefühlt tausendsten Ecke geblockt. André Breitenreiter nimmt dann die nächsten drei Wechsel vor. Friedrich, Kehrer und Sam kommen für Neustädter, Geis und Leroy Sané. Sascha Ritter mit dem Einwurf. Langsam wird die Zeit ein bisschen weniger, um den Ausgleich hier zu erzielen. Sydney Sam. Und da ist Klaas-Jan Hünteler genau von der Strafraumgrenze und mit links eine Etage zu hoch. 68 Minuten waren da gespielt. Begeisterung sieht anders aus. Dabei kennen Sie die schlechteste Nachricht des Tages noch gar nicht. Benny Hövedes fällt mindestens 10, eher 12 Wochen aus. Das Dutzend der Ecken ist voll, aber auch Joel Matip kommt nicht ran und wird sogar noch zurückgepfiffen. Schlussviertelstunde. Spielt weiter nur eine Mannschaft, aber die ohne das letzte Glück. Di Santo, da kommt Choupo-Moting. Einer ist immer dazwischen. Gut die Tiefe gesucht. Der Pass kam von Sydney Sam auf Franco Di Santo. Auch gut den Rückraum anvisiert, aber Choupo-Moting kommt eben nicht zum Abschluss. Dann auch noch Felix Platte. Damit waren alle Feldspieler drin und der Einzige, der durchspielen musste, durfte, war Joel Matip. Neben natürlich Fabian Giefer. Nächste Szene, 83. Und dann ahnte man endgültig, dass wir heute kein Tor mehr sehen würden vom S04. Auch hier wieder 1000 Ballkontakte, aber keine klare Torchance, weil die Armin mit allem Mann da hinten drin standen. Erste Halbzeit mit einer Spitze, zweite Halbzeit mit zweien. Gibt es neue Erkenntnisse, was da besser funktioniert hat? Naja, Testspiele sind ja dazu da, dass man auch testet und von daher haben wir heute in der ersten Halbzeit versucht, mit beweglicheren Spielern im vorderen Bereich zu agieren, um das mal auszutesten. Das hat auch ordentlich geklappt im Spiel nach vorne. Zweite Halbzeit haben wir auf C4-2 umgestellt, auch da haben wir gute Aktionen gehabt, aber kein Tor gemacht. Haben wir in den Testspielen jetzt in den letzten Malen nicht so gut gemacht und auch heute nicht.
Wäre auch einfach mal schön, in so einem Spiel vielleicht mal in Führung zu gehen. Ist uns heute nicht gelungen und daran müssen wir natürlich arbeiten. Tore sind nun mal das Salz in der Suppe und entscheiden Spiele. Und deswegen haben wir heute das Spiel nicht gewonnen.